Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße euch herzlich zu der Medienkonferenz vom Aargauer Regierungsrat. Heute geht es um einen Jahresbericht mit Jahresrechnung 2015. Der Regierungsrat wird aber auch über die schwierige Finanzlage vom Kanton Aargau informieren, die der AFP 2017-2020 wird prägen. Der Ablauf ist wie folgt. Der Roland Progli, Vorsteher vom Finanzdepartement, wird das Ergebnis von der Jahresrechnung würdigen und vorstellen. Dann wird Urs Meier, stellvertretender Staatsschreiber, die Schwerpunkte vom Regierungsrat würdigen. Und im letzten Teil wird eben der Regierungsrat Roland Progli noch einen finanzpolitischen Ausblick halten. Im Anschluss daran haben wir wieder Gelegenheit für die Medienschaffenden, Fragen zu stellen im Plenum, und anschließend stehen die beiden Herren sowie weitere Auskunftspersonen, der Herr Christian Moser von der Abteilung Finanzen DFR und der Daniel Brändli von der Abteilung Strategie und Aussenbeziehungen von der Staatskanzlei für Auskünfte zur Verfügung. Ich darf das Wort am Finanzdirektor Roland Progli geben. Bitte. Danke, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auch ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Medienkonferenz. Ich werde Ihnen im Namen vom Regierungsrat die Hauptergebnisse und Eckdaten der Jahresrechnung 2015 präsentieren. Das vorliegende provisorische Jahresergebnis steht selbstverständlich unter dem Vorbehalt von der Genehmigung auch durch das Parlament. Der Regierungsrat wird die Botschaft zum Jahresbericht mit Jahresrechnung 2015 mit den detaillierteren Ergebnissen und Erläuterungen im Grossen Rat Anfang April zustellen. Die Beratung im Plenum ist dann auf Ende Juni, im Plenum vom Grossen Rat auf Ende Juni vorgesehen. Vor einem Jahr habe ich meine Ausführungen mit einem Ausblick abgeschlossen und festgehalten, dass es wirtschaftlich und finanzpolitisch schwieriges Jahr 2015 bevorsteht. Und diese Prognose hat sich nicht nur bestätigt, sondern die Finanzlage hat sich zusätzlich deutlich verschlechtert. Ich will am Schluss darum einen Ausblick über die dramatische Entwicklung der Kantonsfinanzen machen und Ihnen aufzeigen, dass für eine nachhaltige Sanierung des Staatshaushalts zusätzliche, schmerzhafte Massnahmen von jährlich 150 Millionen bis zu 230 Millionen Franken nötig sind. Jetzt aber zuerst zur Rechnung. Die Aufhebung vom Euro-Mindestkurs durch die Schweizerische Nationalbank am 15. Januar 2015, das ist ja schließlich das Rechnungsjahr, hat die Schweizer Wirtschaft stark belastet. Der Franken hat sich gegenüber dem Euro zwischenzeitlich um rund 10% aufgewertet. Während der Exportmarkt in Euroraum stark gelitten hat sich der Export insbesondere in US-Markt positiver entwickelt. Schlechter als erwartet hat sich die Wirtschaft in den grossen Schwellenländern China, Russland und Brasilien entwickelt. Der anhaltend starke Binnenmarkt ist weiterhin die wichtigste Stütze der Schweizer Wirtschaft gewesen. Insgesamt ist die Wirtschaftsentwicklung aber bedeutend schwächer als erwartet. Das reale Wirtschaftswachstum ist vor allem darum markant tiefer ausgefallen als budgetiert. Gleichzeitig ist die Teuerung 2015 bei minus 1,1% gelegen. Das tiefe Preisniveau ist vor allem auf die gesunkenen Importgüter sowie den tiefen Ölpreis zurückzuführen. Schwache reale Wirtschaftswachstum und die Negativteuerung
haben 2015 zu einem rückläufigen nominalen BIP-Wachstum von minus 0,5% geführt. Das ist eine historisch fast einmalige Konstellation. Und wenn ich Ihnen noch zeigen werde, hat die bremsende Wirkung auf die Entwicklung der Steuererträge. Das Jahr 2015 war aber auch geprägt von rekordhohen Nachtragskrediten von rund 62 Millionen Franken. Die budgetierte Erhöhung ist hauptsächlich auf den Bereich Spitalfinanzierung und Volksschule zurückzuführen. Sämtliche Nachtragskredite sind vom Grossen Rat im Herbst 2015 bewilligt worden. Schließlich hat der Kanton Aargau von einer doppelten Ausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank über gesamthaft 104 Millionen Franken profitiert. Der Ertrag ist nicht budgetiert gewesen. Die Verwendung würde ich später noch aufzeigen. Kommen wir zum Ergebnis. Die Rechnung 2015 schließt mit einer schwarzen Null von 0,4 Millionen Franken ab. Das Ergebnis kommt aber nur dank zwei Sondereffekten zustande, die zu einmaligen Mehreinnahmen geführt haben. Erstens, zum einen ist in dem Resultat ein Ertrag von 77 Millionen Franken aus der Ausgleichsreserve enthalten. Diese Auflösung war im Budget 2015 so eingeplant gewesen. Zum anderen enthält die Rechnung 2015 den erwähnten Ertrag von 104 Millionen Franken aus der doppelten Ausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank. Und dieser Ertrag war nicht budgetiert gewesen. Für den Rechnungsausgleich werden 65 Millionen Franken gebraucht jetzt von diesen 104 Millionen. Und die verbleibenden 39 Millionen aus der doppelten Ausschüttung sollen in die Ausgleichsreserve dann wieder eingelegt werden, um das Budget 2016 und die folgenden Jahre zu entlasten. Diese Einlage braucht mit der Rechnung den Beschluss dann vom Grossrat. Mit dem AFP 2016 bis 2019, aber der Grosse Rat im Dezember 2015 verabschiedet hat, ist vorgesehen, dass die Hälfte der doppelten Ausschüttung, nämlich 52 Millionen, für den Rechnungsausgleich 2015 zur Verfügung steht. Die andere Hälfte sollte mit dem Rechnungsabschluss in die Ausgleichsreserve zur Entlastung des Budgets 2016 eingeleitet werden. Dass wir jetzt 39 statt 52 Millionen Franken zurückstellen können, zeigt ganz klar, dass das Rechnungsergebnis deutlich schlechter ausgefallen ist, als wir das bei der Erstellung des AFP 2016 bis 2019 erwartet haben. Wenn wir jetzt das Rechnungsergebnis ohne diesen Sondereffekt anschauen, sehen wir ein tiefrotes Defizit. Ohne Ausgleichsreserve und ohne die nicht budgetierten SNB-Ausschüttungen würde das Rechnungsergebnis einen Fehlbetrag von rund 142 Millionen Franken aufweisen. Und das schlechte Ergebnis, meine Damen und Herren, zeigt, dass sich die finanzpolitischen Perspektiven vom Kanton im Verlauf des letzten Jahres weiter massiv verschlechtert haben. Ich komme im Ausblick noch auf das zurück. Zum Ergebnis nach den finanziellen Steuerungsgrössen. Das Ergebnis nach den finanziellen Steuerungsgrössen auf Stufe Kanton zeigt eine Unterschreitung vom Saldo bei allen Steuerungsgrössen gegenüber dem angepassten Budget. Das angepasste Budget enthält im Vergleich zum ursprünglichen Budget auch die bewilligten Nachtragskredite. Ich habe vorhin davon gesagt, höhere
hohe Nachtragskredit im Rahmen von 62 Millionen Franken. Und Budgetübertragungen von 5,8 Millionen Franken. Globalbudget, inklusive eben die Nachtragskredit, sind über den gesamten Kanton betrachtet eingehalten bzw. mit 24,3 Millionen Franken unterschritten. Auch bei der anderen Steuerungsgrösse, bei den leistungsunabhängigen Aufwendungen und Erträgen, resultiert eine Budgetunterschreitung von 17,2 Millionen Franken. In dieser Position sind auch die Ausgleichsreserven, die Steuern und Beteiligungserlöse enthalten. Detaillierte Angaben und Erklärungen von den Abweichungen können Sie im Erläuterungsbericht bzw. dann später der Botschaft und den einzelnen Aufgabenbereichsbericht entnehmen. Am deutlichsten ist die Budgetunterschreitung in der Investitionsrechnung. Das liegt insbesondere am geringeren Nettoinvestitionen im Strassenbau im Umfang von 28,9 Millionen Franken und auch geringeren Nettoinvestitionen im Hochbau über 14,7 Millionen Franken. In den folgenden Aufgabenbereichen sind Budgetunterschreitungen von über 5 Millionen zu verzeichnen. Entschuldigung, Budgetüberschreitungen von über 5 Millionen Franken zu verzeichnen. Die höchste Budgetüberschreitung fällt mit 20,1 Millionen Franken im Aufgabenbereich Steuern an. Hauptverantwortlich sind deutlich unter dem Budget liegende Kantonssteuern bei den juristischen Personen. Klar, bei dem starken Franken haben wir ja das alle wahrnehmen, wie die Gewinne zugegangen sind, von minus 29,3 Millionen Franken. Im Aufgabenbereich Gesundheitsversorgung wird das Budget trotz der bewilligten Nachtragskredit von 26,5 Millionen Franken gesamthaft um 19,4 Millionen Franken überschritten. Wie die Überschreitung im Globalbudget anfällt, ist sie im Grossen Rat dann zur Bewilligung auch vorzulegen. Budgetüberschreitung bei den Sozialversicherungen, LUAE, von 7,1 Millionen Franken ist vor allem auf höhere Ergänzungsleistungen, AHV, IV, und insbesondere auf tiefere Bundesbeiträge zurückzuführen. Der Grund für die Budgetüberschreitung von 6,9 Millionen Franken bei der Strafverfolgung ist ein höherer Untersuchungsaufwand von 16,5 Millionen Franken wegen der Umstellung auf Bruttoverbuchung. Der Mehraufwand hat durch höhere Rückerstattungen nur zum Teil ausgeglichen werden können. Budgetunterschreitungen von über 5 Millionen Franken sind in folgenden Aufgabenbereichen angefallen. Unterschreitung. Die Unterschreitung im Aufgabenbereich Finanzen von 58,4 Millionen Franken ist vor allem auf die doppelte Ausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank zurückzuführen, die aber mit 39 Millionen Franken in die Ausgleichsreserve eingelegt werden soll. Demgegenüber steht aber ein Totalausfall bei den AXPO-Dividenden von 5,2 Millionen Franken. Im Aufgabenbereich Immobilien ist die hohe Budgetunterschreitung von 24,4 Millionen Franken einerseits auf tiefere Nettoinvestitionen, vor allem aufgrund von Projektverzögerungen und andererseits auf höhere Desinvestitionen respektive Wertberichtigungen aus Liegenschaftsverkäufen zurückzuführen. Bei der Volksschule wird das Budget, das für den Personalaufwand der Lehrpersonen mit 2 Nachtragskrediten von insgesamt 29 Millionen Franken erhöht worden ist, schließlich doch noch deutlich unterschritten. Die Nachtragskredite sind demzufolge zu gut 2 Drittel denn wirklich gebraucht und verwendet worden.
Budgetunterschreitung von 8 Millionen Franken im Aufgabenbereich Berufsbildung und Mittelschule ist hauptsächlich mit einer geringeren Anzahl Abteilungen an der Mittelschule und an der Kantonalen Schule für Berufsbildung, KSB, sowie mit tieferen Beiträgen an Berufsschulen zu erklären. Kommen wir zu den Steuern. Bei den Kantonssteuern natürliche Personen, also Einkommens- und Vermögenssteuern, wird das Budgetziel 2015 nicht ganz erreicht. Der Steuerertrag liegt um 12,3 Millionen Franken oder 0,7% unter Budget. Grund für die Mindereinnahmen ist eine Korrekturbuchung bei der Quellensteuer in der Höhe von 17,9 Millionen Franken. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 haben die Einkommens- und Vermögenssteuern um 10,7 Millionen Franken oder 0,7% abgenommen. Dazu beiträgt haben unter anderem die moderate Entwicklung der Löhne sowie die Milderung des Einkommenssteuertarifs im Steuerjahr 2015. Bei den Kantonssteuern juristische Personen, also Gewinn- und Kapitalsteuern, ist der budgetierte Ertrag deutlich, so ist es ganz besonders augenfällig, verfehlt worden. Das Ergebnis liegt mit 405,2 Millionen Franken im Total, zwar über dem Vorjahr 2014, aber um 29,3 Millionen Franken oder 6,7% unter Budget. Kein Wunder, wenn man die Wirtschaftsentwicklung anschaut. Die Abweichung ergibt sich ausschließlich aus den tieferen provisorischen Rechnungen eben auch darum für das Steuerjahr 2015. Das Gesamtergebnis der kantonalen Steuern fällt mit 2090,4 Millionen Franken um 35,4 Millionen Franken oder 1,7% tiefer aus als budgetiert. Gegenüber der letzten Rechnung 2014 beträgt die Abnahme 7,1 Millionen Franken oder 0,3%. Die kantonalen Anteile an der Bundessteuer belaufen sich im Jahr 2015 auf 214,3 Millionen Franken. Sie liegen damit um 12 Millionen Franken oder 5,9% höher als budgetiert. Das Ergebnis vom Vorjahr 2014 übertreffen sie auch, und zwar um 12,5 Millionen Franken. Zu den Mehreinnahmen gegenüber dem Budget treibt vor allem der Anteil an der eidgenössischen Verrechnungssteuer mit 12,3 Millionen Franken bei. Die aufgelaufenen Fehlbeträge in der Finanzierungsrechnung reduzieren sich in der Rechnung 2015 um 11 Millionen Franken. Grund dafür ist die jährliche Abtragung von den bisherigen Fehlbeträgen gemäß den Bestimmungen der Schuldenbremse. Sowie der erzielte Ertragsüberschuss, der dann auch noch dazu kommt, von 0,4 Millionen Franken. Bei der Spezialfinanzierung Sonderlasten hat sich die Schuld um 7 Millionen Franken auf noch 960,9 Millionen Franken gesenkt. Die Strassenrechnung hat 2015 einen Überschuss von 25,2 Millionen Franken erzielt und erhöht dadurch ihr Guthaben auf 248,5 Millionen Franken. Im Unterschied dazu hat sich die Spezialfinanzierung Finanzausgleich in ihrem Bestand um 14,2 Millionen Franken reduziert und weist neu ein Guthaben noch von 172,4 Millionen Franken auf. Kommen wir zu den Kennzahlen. Das reale Wachstum vom Bruttoinlandprodukt vom Kanton Aargau ist im Jahr 2015 bei 0,6% gelegen. Das Wirtschaftswachstum ist damit um 1,9 Prozentpunkte tiefer ausgefallen, als das wir budgetiert haben.
Im Vergleich zum Vorjahr ist das Wachstum um 0,7% tiefer gelegen. Das nominale Bruttoinlandprodukt hat sich gar zurückgebildet, was für den Kanton Aargau und die Schweiz, ich habe es bereits schon gesagt, ich sage es jetzt hier nochmal, historisch eine außergewöhnliche Konstellation darstellt. Ein wichtiger Grund dafür ist das rückläufige nominale BIP. Für das rückläufige nominale BIP-Wachstum ist ein wichtiger Grund die negative Teuerung 2015. Konsumentenpreise sind im letzten Jahr um 1,1% gesunken. Und dafür verantwortlich sind vor allem das tiefe Preisniveau für Importgüter und die gesunkenen Ölpreise. Die Teuerung ist damit um 1,8% unter dem Budgetwert von 2015. Die Staatsquoten und Steuerquoten steigen aufgrund des rückläufigen nominalen BIP gegenüber dem Vorjahr um 0,4% bzw. 0,1% leicht an. Hätte sich die Wirtschaft gemäss den Annahmen im Budget entwickelt, wäre sowohl die Staatsquote wie auch die Steuerquote rückläufig. Kommen wir zur Würdigung von dieser Rechnung. Die Jahresrechnung 2015 weist zwar einen kleinen Überschuss, das sehen wir, von 0,4 Millionen Franken auf. Das Ergebnis hat aber nur durch eine Entnahme aus der Ausgleichsreserve sowie dank der nicht budgetierten Ausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank ausgeglichen gestaltet werden können. Ohne die einmaligen Sondereffekte hätte ein tiefes rotes Defizit von rund 142 Millionen Franken resultiert. Und in diesem Ergebnis ist eine strukturelle Schieflage von den Kantonsfinanzen klar erkennbar, selbst nach Umsetzung der ersten Massnahmen, der Entlastungsmassnahmen mit der Leistungsanalyse 2015, die hier jetzt enthalten ist. Die unbefriedigende Entwicklung ist auf der einen Seite auf die Aufhebung des Euro-Mindestkurs und die negative Teuerung zurückzuführen, wo beide zu einer Stagnation der Steuererträge beigetragen haben. Andererseits ist schlechter Ergebnis aber auch die Folge der Aufwandentwicklung in der schwer steuerbaren und schweizweit sehr kostendynamischen Aufgabenbereich, vor allem Gesundheitsbereich, Sozialversicherungen, Bildung und neu jetzt auch Asylwesen. Der Rechnungsabschluss 2015 zeigt deutlich, dass sich die wirtschaftlichen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen für den Kanton Aargau nochmal rasch und massiv verschlechtert haben. Und auch der Ausblick auf die nächsten Budgetjahre verdeutlicht, dass im Kanton Aargau noch grössere finanzpolitische Herausforderungen bevorstehen, grössere als in den letzten Jahren. Und dazu komme ich nachher noch. Ich übergebe jetzt das Wort dem stellvertretenden Staatsschreiber Urs Meier. Geschätzte Damen und Herren, ich darf im Staatsschreiber-Interregnum Ihnen die wichtigsten Regierungsratsschwerpunkte vom vergangenen Jahr kurz vorstellen. Trotz einer angespannten Finanzlage hat die Regierung strategisch wichtige Projekte weiter vorantreiben und konkretisieren können. In einigen Fällen haben langjährige Projekte erfolgreich können beendet werden. Andere Projekte stehen kurz vor dem Abschluss. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten dazu die wichtigsten Schwerpunkte vom letzten Jahr, vom Jahr 2015, kurz aufzeigen. Unter dem Titel «Ausgeglichener Staatshaushalt und Finanzpolitik» darf ich Bezug nehmen auf das, was der Herr Finanzdirektor bereits einleitend dargelegt hat, nämlich die Erzielung von einem ausgeglichenen Staatshaushalt ist im Zentrum des vergangenen Jahres gestanden. Zur Erreichung von dem vordringlichen Ziel hat der Regierungsrat bereits frühzeitig
mit der Ausschaffung der Leistungsanalysen angefangen. Eine Leistungsanalyse, wo die Auswirkungen sich in der Jahresrechnung 2015 erstmals finanzwirksam auch bemerkbar gemacht haben. Weil am 8. März 2015 das Gesetz über die Umsetzung der Leistungsanalyse von den Aargauer Stimmberechtigten aber abgelehnt wurde, hat das ursprüngliche Entlastungspotenzial nicht vollständig umgesetzt werden. Wegen der Verschlechterung der finanzpolitischen Perspektive im letzten Jahr, insbesondere durch die vom Herr Regierungsrat Roland Progli bereits erwähnte Aufhebung vom Euro-Mindestkurs durch die Schweizerische Nationalbank im Januar, sind zusätzliche Anstrengungen nötig, um den Finanzhaushalt zu stabilisieren. Darum hat der Regierungsrat unter dem Titel Entlastungsmassnahmen 2016 insgesamt 110 Massnahmen auf der Aufgaben-, Ausgaben- und auf der Einnahmenseite und auch im Personalbereich ausgeschafft. Viele daraus resultierende Rechtsänderungen sind bereits in Kraft. Gesetzesänderungen, das ist ein separates Thema, befindet sich aktuell in der parlamentarischen Vorberatung in den Kommissionen und werden am 10. Mai dieses Jahr plenar durch den Grossen Rat beraten. Die Anhörung zum Projekt Optimierung der Aufgabenteilung und Neuordnung des Finanzausgleichs ist im März des letzten Jahres abgeschlossen worden. Aufgrund der positiven Rückmeldungen zum Gesamtkonzept und der klaren Zustimmung zu den meisten Einzelpunkten der Vorlage hat der Regierungsrat im Grossen Rat Mitte des letzten Jahres Botschaft unterbreiten, die in den Grundzügen im Anhörungsbericht entsprochen hat. Der Grosse Rat hat den Gesetzesentwurf mit grosser Mehrheit zugestimmt und hat nur wenige Anpassungen vorgenommen. Daraus resultierend ist noch im letzten Jahr im Grossen Rat die Botschaft für die zweite Beratung unterbreitet wurde und die ist, wie Ihnen ja bekannt ist, am letzten Dienstag abgeschlossen worden. Erfolgreich abgeschlossen worden. Mit der Neuregelung werden die Verbundaufgaben weiter entflochten und die daraus resultierenden Lastenverschiebungen durch einen Steuerfussabtausch ausgeglichen. Ein weiterer Schwerpunkt hat die Revision des Gesetzes über die Aargauische Kantonalbank bildet, wo die neuen regulatorischen Vorgaben vom Bund aufgrund der Finanzkrise nachvollzogen worden sind und Bestimmungen zur Corporate Governance aktualisiert worden sind. Die regulatorischen Anpassungen betreffen unter anderem die Ausschüttung von der Aargauischen Kantonalbank am Kanton und das Vergütungsreglement der Geschäftsleitung. Der Grosse Rat hat der Gesetzesrevision in zweiter Lesung Mitte Jahr, am 30. Juni, zugestimmt. Und die Änderung ist am 1. Januar von dem Jahr 2016 in Kraft getreten. Unter dem Titel Wertschöpfung und Raumplanung stellt das Programm Hightech Aargau ein zentrales Element der regierungsrätlichen Wirtschaftspolitik dar. Die Umsetzung der Schwerpunkte sind 2015 zielgerichtet vorantrieben worden. Im Hinblick auf die Inbetriebnahme vom Röntgenlaser Swissfell am Paul-Scherrer-Institut ist mit der Fertigstellung der Gebäulichkeiten ein wichtiger Meilenstein im Schwerpunkt Hightech-Forschung erreicht worden. Das Hightech-Zentrum Aargau AG hat sich als professionelle Anlaufstelle und Drehscheibe für Innovationsfragen können etablieren. Beratungsdienstleistungen erfreuen sich einer regen Nachfrage und das Netzwerk mit Firmen und Hochschulen hat weiter ausgebaut werden. Als weiterer wichtiger Meilenstein in diesem Zusammenhang ist die Gründung der Innovare AG zur Realisierung des Innovationsparkstandorts im Kanton Aargau zu werten. Der Gründung vorausgegangen ist die Zustimmung vom Grossen Rat über die finanzielle Beteiligung vom Kanton für den Standort vom Schweizerischen Innovationspark Innovare am 13. Januar vom letzten Jahr. Im Bereich Verkehr und Raumplanung ist insbesondere das Projekt Ostaargauer Strassenentwicklung Oase
und die Umsetzung von der Teilrevision vom Raumplanungsgesetz im Zentrum gestanden. Die beiden Projekte stehen in den kommenden Monaten wegweisende Entscheidungen an. Im Bildungs- und Sozialbereich haben insbesondere die Weiterentwicklung von der Sekundarstufe 2 und die sozialpolitische Planung regierungsrätliche Schwerpunkte dargestellt. Die Erhöhung der Abschlussquoten auf Sekundarstufe 2 ist ein vordringliches bildungspolitisches Ziel von Bund und Kanton. Und die Anzahl der Direktübertritte in eine Berufslehre zu erhöhen, sind die Angebote zur Berufswahlunterstützung für Volksschulabgängerinnen und Volksschulabgänger im Schuljahr 2014-15 intensiviert worden. Jugendliche, die den Direktübertritt in eine Berufslehre nicht schaffen, können sich als letzte Option an die neu geschaffene Anlaufstelle Wegweiser wenden. Schließlich beinhaltet die Weiterentwicklung von der Sekundarstufe 2 Standort- und Raumkonzept, was zum Ziel hat, den vorhandenen Schulraum auf Sekundarstufe 2 mit dem bestmöglichen Kosten-Nutzen-Verhältnis zu nutzen. Im letzten Jahr hat dazu eine öffentliche Anhörung stattgefunden und die Rückmeldungen dazu werden aktuell verarbeitet. Die sozialpolitische Planung setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Aus dem 2012 veröffentlichten Sozialbericht und der 2013 und 2014 erarbeitete Sozialplanung. Die hat der Grosse Rat am 20. Oktober vom letzten Jahr beraten und mit dem Planungsbericht verabschiedet. Schwerpunkte dazu liegen in der Integration von Arbeitssuchenden in den ersten Arbeitsmärkten, der Stärkung von Kindern und Familien, in der Aus- und Weiterbildung von sozioökonomisch schlechter gestellten Menschen und in der Stärkung von der Eigenständigkeit der Eltern. Besten Dank, Urs Meier, stellvertretender Staatsschreiber. Und jetzt kommen wir mit dem Programm ankündigen zum finanzpolitischen Ausblick vom Regierungsrat Roland Progli. Herr Finanzdirektor, darf ich bitten. Ja, meine Damen und Herren, der Ausblick auf die kommenden Jahre und der nächste Budgetprozess. Der Ausblick zeigt, dass der Kanton Aargau vor enormen finanzpolitischen Herausforderungen steht. Bei der Beratung vom AFP 2016 bis 2019 hat der Grosse Rat mit der Ablehnung oder Änderung von wichtigen Entlastungsmassnahmen Defizit in den Jahren ab 2017 um 20 bis 40 Millionen Franken erhöht. Die aktuellen volkswirtschaftlichen Prognosen gehen im Vergleich zu den bisherigen Annahmen nochmal von einer tiefen Teuerung und einem tiefen nominalen BIP-Wachstum aus. Und das hat Auswirkungen auf die Steuerprognose. Es muss in den nächsten Jahren mit massiv tieferen Steuererträgen, sowohl bei den natürlichen, bei der schwachen Lohnentwicklung, wie auch bei den juristischen Personen, tiefere Gewinne, weniger Nachträge, mit dem muss gerechnet werden. Weiter hat der Grosse Rat eben erst am letzten Dienstag beschlossen, den Steueranteil an der Grundbuchabgabe ab 2018 bzw. 2020 abzuschaffen. Das letzte Wort dazu hat das Volk in der Volksabstimmung. Im Kanton würden die jährlichen Einnahmen von bis zu 33 Millionen Franken fehlen. Beteiligungserträge sind weiter rückläufig. Bei der AXPO muss auf Jahre raus von einem Totalausfall von der Dividenden ausgegangen werden. Und die sind früher. Und das ist gar noch nicht so lange seither recht hoch gewesen. Die Sonderausschüttung von der AKB ist leider nur ein einmalige Entlastung, bedingt auch durch die Sonderfaktoren. In verschiedenen Aufgabenbereichen ist es an anhaltend hohes Aufwandwachstum auch zu verzeichnen. Ich denke dabei vor allem an die Spitalfinanzierung, die Ergänzungsleistungen, den Volksschulbereich, den Bereich Sonderschulheime und Werkstätten und neu vor allem eben auch
an Asylbereich. Der Ausblick führt in den nächsten AFP 2017 bis 2020 zu einem finanziellen Handlungsbedarf in der Grössenordnung von jährlich 150 bis 230 Millionen Franken. Obwohl mit der Leistungsanalyse 2015 und den Entlastungsmassnahmen 2016 bereits über 200 Millionen Franken Entlastungen im Budget 2017 erzielt worden sind, steht der Finanzhaushalt weiterhin in Schieflage. Und um den Finanzhaushalt zu sanieren und dauerhaft ins Gleichgewicht zu bringen, braucht es zusätzliche, einschneidende Massnahmen, die sicher auch schmerzhaft sind, auf der Ausgaben- und der Einnahmenseite. In einem ersten Schritt sollten jetzt Gesetzesänderungen zu den Entlastungsmassnahmen, die im Programm sind, die schon laufen, die im Grossrat auch im Mai beraten werden, hoffentlich ohne Abstrich geschlossen werden. Der Kanton kann es sich nicht leisten, noch weitere Belastungen, respektive dann auf jeder Seite, also man auch immer steht, Entlastungen, zum Beispiel beim Pendlerabzug, in Kauf zu nehmen. Mit dem AFP 2017 bis 2020 werden dann die zusätzlichen Massnahmen geprüft und umgesetzt. Ohne drastische Verzichtsmassnahmen mit Auswirkungen auf das staatliche Leistungsniveau, wie auch Massnahmen zur Ertragssteigerung, wird das Ziel aber einfach nicht erreichbar sein. Der Regierungsrat hat die neue Ausgangslage bereits mehrere Mal beraten und harte Budgetvorgaben beschlossen und das Departement beauftragt, die erforderlichen Massnahmen zu erarbeiten. Es ist schon heute klar, dass uns ein schwieriger, steiniger Weg bevorsteht. Regierung und Parlament sind beide Gewalten. Regierung und Parlament sind gefordert. Beide stehen eben in der Verantwortung, tragfähige Lösungen zu finden und zum Wohl vom gesamten Kanton auf Einzelinteressen zu verzichten. Der Regierungsrat wird aufgrund von der schwierigen Ausgangslage die politischen Parteien und die wichtigen Stakeholder gezielt informieren und in den Prozess einbeziehen. Im nächsten Schritt aber ist die Verwaltung und der Regierungsrat gefordert. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir auch diese schwierige Situation meistern und die richtigen Entscheidungen treffen werden. Den Glauben habe ich nicht verloren. Besten Dank an Finanzdirektor Roland Progli. Wir sind jetzt am Ende vom Referatsteil der Medienkonferenz und die Medienschaffenden hatten so Gelegenheit, Fragen im Plenum zu stellen. Wem darf ich das Wort geben? Falls keine Fragen mehr sind, die im Plenum gestellt werden, tue ich den offiziellen Teil der Medienkonferenz beschliessen und die beiden Herren mit Herrn Moser und Herrn Brändli stehen auch noch für weitere Auskünfte, Einzelinterviews und Statements zur Verfügung. Besten Dank für das Interesse. Medienkonferenz war geschlossen.